So, dann haben wir hier den Sebastian. Jetzt wollen wir ein bisschen das machen hier. Stehe vor einem für mich jetzt Ungeklärten. Ungeklärlichem. Ungeklärlichem. Unerklärlichem soll es heißen. Nochmal von vorne. Moin, liebe Zweitaktbrigade. Stehe vor. Schnitt. Richtig, richtig. Der Sebastian schreibt. Der Sebastian schreibt uns. Moin, moin, liebe Zweitaktbrigade. Ich stehe vor einem für mich jetzt unerklärlichen Problem. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Und zwar, dass mein Moped während der Fahrt einfach ausging und durch Ankicken auch nicht wieder an. Aber mal zum Anfang. Nach knapp 6 Monaten wollte ich gestern mal zur Entspannung nach der Arbeit eine Runde drehen, um zu schauen, ob der neu geschliffene Zylinder auch läuft. Naja, er lief auch. Bin also aus der Stadt rausgefahren, um einen kleinen Feldweg rein und eine kleine Pause einzulegen. Soweit der Plan. Auf einmal fing sie an mit Rucken und dies endete dann mit einem Sprung, sozusagen. Das klingt nach einem Klemmer. Sie lief ja noch weiter, aber wo ich anhalten wollte, ging sie letztendlich von alleine aus. Und nach knapp einer Dreiviertelstunde wollte ich weiter und sie sprang nicht mehr an, zumindest nur mit Kicken. Aber durch mehrfaches Anschieben kam sie dann doch wieder, wodurch ich nach Hause fahren konnte. Dort angekommen, schraubte ich daran herum. Sprit kam. Zündfunke war auch da. Kompression ist auch ohne Beanstandung. Vergaser ist auch sauber. Die Filter sind frei und der Kolben sieht auch nicht so aus, als hätte er sich festgefressen. Okay. Also alles in allem normal. Nun habe ich die ganze Nacht probiert und gebastelt. Die Wellendichtringe getauscht, nochmal einen anderen Kolben, Zylinder montiert. Ist kein Fremdkörper hineingefallen. Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt, alle Kabel durchgemessen und eine neue Kerze mit neuem Kabel und Kerzenstecker montiert. Bin nochmal los und das Problem ist immer noch da. Nun meine Frage, hättet ihr vielleicht eine Lösung zu meinem Problem? Es handelt sich hierbei um eine S51 mit Farbezündung. Wünsche euch ein besinnliches Osterfest. Steht da wirklich schon ein bisschen älter. Ja. Willst du nochmal gegenlesen? Der hat Probleme gehabt, hatte aber den Zylinder. Zum einen hat er sich alles zerrissen und hat jetzt wahrscheinlich noch 5 Fehler dazu gebaut. Genau. Ist leider auch oft so. Vielleicht die eigentliche Ursache hat er ja nicht gefunden und er doktort einfach nur an Phänomenen rum. Für mich hat sich das aber nach Kolbenfresser angehört. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Er hat einfach nur eine Kette geklemmt. Weißt du, an was mich das erinnert? An Frederik, wo wir nach Sehne gefahren sind. Der war neben mir, dann mit einmal, wo er den Kolbenfresser gehabt hat, und dann sind wir wieder weitergefahren. Er hätte keinen Kolbenfresser gehabt, sondern ihm sind die Anlaufscheiben gebrochen. Ja. Die sind dann durch den Zylinder mit durchmarschiert. Auf einmal fing sie an mit Rucken und dies endete dann mit einem Sprung, sozusagen. Was ist Sprung? Du, ich könnte drauf tippen. Pass auf, ich fasse noch mal kurz zusammen. Aber mal zum Anfang. Nach knapp 6 Monaten wollte ich gestern, das heißt, die Karre stand 6 Monate rum. So, die Karre steht jetzt 6 Monate. Da ist ein neu geschliffener Zylinder dran. Das ist erstmal, ja, so verstehe ich es auch. Die Karre ist nicht eingefahren, nichts. Da ist nichts eingefahren. Zweitens, der Vergaser wird wahrscheinlich wieder sich Dreck abgesetzt haben. Richtig. Mit unserem wunderschönen Biospritanteil. Ja, richtig. Der ist nach 6 Monaten so ein Vergaser schon relativ grün, flockig. Richtig. Eklig. Und das sieht ja auch erstmal so aus, als würde man es nicht abkriegen. Aber wenn da erstmal Sprit durchläuft, dann löst die Scheiße genau, sich. Genau. So. Zweitens, mit frisch geschliffenen Zylinder über Feldwege heizen, ist glaube ich das Schlechteste, was man machen kann. Er wollte zu einem Feldweg fahren und dort Pause machen. Steht jetzt nicht, wie viel Feldweg er jetzt ballern wollte, aber es gehört vielleicht nicht unbedingt zu den besten Ideen. Egal, auf jeden Fall, als er angehalten hat, ging die Karre aus und dann war Feierabend, nur noch durch Anschieben. So, jetzt hat er sämtliche Sachen durchprobiert und es ist ehrlich gesagt fast jetzt nicht mehr rauszukriegen. Unmöglich. Für uns jedenfalls von hier. Weil wenn du alles gemacht hast und sie geht auch doch nicht, dann hast du einen Teil übersehen. Yep. Weil wir haben auch ganz oft festgestellt, wenn wir so Anfragen kriegen, ich habe Vergaser ist eingestellt, daran kann es nicht liegen. Ja, und was machst du? Dann kommst du hin, ist nicht mal ein Choke drin oder sowas, ein Choke-Gummi. Das letzte Mal habe ich auch einen Kollegen gehabt, der sagt, das kann eigentlich nicht am Vergaser liegen, ich habe alles gemacht. Hast du nachgeguckt, versucht einzustellen, hast mal einen Choke rausgezogen, da war nicht mal ein Gummi drin. Hm. Also
Also am Gummi. Es tut mir leid, aber nee, am Gummi lass nicht. Es kann jetzt auch an allen Dingen liegen. Vor allen Dingen, weil das Herz schon auseinandergerissen hat. Paragraph 1 kommt der Funke, also als wenn ich ein Moped habe, wir können ja mal ein Video drüber drehen. Ja. Das will absolut nicht. Gehe ich immer hin bei zum Beispiel das Video von den Vespa-Jungs, wo wir waren. Das war eine Schwalbe. Hm, wie ist es, wir kriegen hier nicht richtig zum Laufen. Mein allererstes Ding ist, wenn ich an einem Moped gehe und es läuft überhaupt nicht, gucke ich, was der Zündfunke macht. Weil ich kann ja, der Zündfunke kann ja da sein, aber ich möchte auch wissen, an welcher Stelle er genau. ist. Und ich kann am Vergaser spielen und machen und tun, was ich will. Wenn der Zündfunke zu einer falschen Stelle kommt, kann ich da nichts einstellen. Das heißt, das allererste, wenn ich an so eine Moped gehe und es geht gar nichts, also das allererste gucke ich, ist eine Zündkerze drin, kommt ein Funke, kommt Sprit. Ne, das sind so die Grundregeln. Ja, ja. Und kriegt er Luft. Kriegt er Luft, Luft kriegt er meistens, ja. Kommt Sprit, vernünftiger Sprit, kommt Funke. Das ist ja das, ist was alles drei da, die Karre will nicht, ja. Gucke ich. Zündung. Ja. Zündung, Zeitpunkt, Funktion, ist alles sauber, kommt er richtig, öffnet der Unterbrecher richtig, kommt er zum richtigen Zeitpunkt. Kann ich da den Fehler ausschließen, gehe ich dann zum Vergaser. Weil so ein Motor braucht Kompression, braucht Zündfunke, braucht Sprit und Luft. Ne? Kompression kann nicht. Und so eine Simson-Motor kann auf, läuft sogar mit 5 Bar noch. Der läuft zwar kacke, aber er läuft. Man kriegt das Ding zum Laufen. Ja. Ne? Deswegen. Manchmal reicht es ja, wenn ich mit Bremsenreiniger reinsprühe und Zündfunke drauf knalle, dann fängt das Ding an zu laufen. Also dementsprechend, also so schwer ist es nicht. Ich muss einfach schauen, Zündfunke, kommt der Zündfunke, in welchem Zeitpunkt kommt der Zündfunke, danach Vergaser. Zur Not Vergaser runternehmen, gucken, ist die Kerze. Und wenn ich eine Fehlerdiagnose mache, sie springt nicht an, Kerze raus, ist sie nass, fehlt die Zündung, ist sie trocken, fehlt Sprit. Richtig. Oder ist sie immer nass, ist das Kurbelgehäuse leicht voll mit Sprit. Ja. Oder Öl, was sie sich aus dem Dings raussaucht. Genau. Ja. So, jetzt haben wir hier, das ist eine Frage, die kannst du vorlesen, gell? Ich kann noch gar nicht lesen. Die ist super, die ist klasse. Da kannst du... Hallo Martin, Grüße nach Vietnam. Da kannst du... Also wird jetzt nicht mehr da sein, wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe an meiner geliebten SR50 ein loses Kabel entdeckt. Es kommt von der Elektrik. Am Ende vom Kabel ist wie eine Welle dran mit einer Hülle. Leider, da weiß ich nicht, wo ich dieses anschließen soll. Wenn alles funktioniert, lass es weg. Es wird wahrscheinlich das übrig gebliebene von der Ladeanlage sein. Kurze Sache zur Elektrik. Schick mal ein Foto mit. Habt ihr was mit der Elektrik? Bitte. Schaut euch die Kabelfarbe an. Welche Farbe hat dieses Kabel? Das hilft schon. Also meistens sind es sogar zwei Farben auf dem Kabel drauf. Rot, grün, grau, schwarz etc. Dann nehmt ihr den Schaltplan von unserer geliebten Familie Moser. Schaut da rein zu eurem Moped und guckt einfach, was diese Kabelfarbe, was die bedeutet. Und die werdet ihr auch nur einmal finden. Und wenn du die einmal gefunden hast, sei denn, das ist braun. Braun gibt es etwas öfters, weil es Masse ist. Wenn es rot-grün zum Beispiel ist, wirst du die einmal finden, dass es das von der Ladeanlage kommt. Ja. Na? Und dann findest du diese eine Kabelfarbe und siehst genau, von wo nach wo dieses Kabel geht. Und dann kannst du auch gucken, ist es angeschlossen, wo kommt es dran. Ich denke hier, wenn die Frage so formuliert ist, wie sie formuliert ist, werden wir hier mit jemandem zu tun haben, der von Elektrik so gar keinen Plan hat. Braucht man noch nicht, man muss sich einfach nur die Farbe angucken. Man braucht von Elektrik keinen Plan haben. Nee, richtig. So, soll ich die nächste? Ja, nächste Frage. Mach mal. Janik hat geschrieben. Hallo, ich heiße Janik und habe vor kurzem eine S51 Komfort käuflich erworben. Ich hatte große Probleme in Sachen Kompression, worauf ich dann einen neuen originalen Zylinder und Kolben eingebaut hatte. Nun ist der Kompressionsdruck nur ein wenig gestiegen und ich hatte dann beim Reinigen festgestellt, dass ich einen 16N1-8 Vergaser eingebaut hatte. Nun zu meiner Frage. Muss ich jetzt einen neuen Vergaser erwerben, weil die Karre nicht anspringt? Erstmal die Frage, das weiß ich jetzt gar nicht. Der Kompressionsdruck gestiegen. Wie 16, war, steht 16, denn da nicht, auf welchen Druck er hatte? Nein, nee, steht nicht. Es ist nur unwesentlich gestiegen. Ja, von was auf was. Ja, ein neuer Zylinder kann keinen Kompressionsdruck haben, weil da muss ich erstmal einschleifen. Ist er vielleicht von 9 auf 11 gestiegen? Nee, oder? Aber ein neuer Zylinder, wenn ich den verbaue, ja, der sollte Druck haben, aber richtig Power hat das Ding erst nach 500 Kilometern.
Vorher hat er nicht den vollen Kompressionsdruck. War der Motor warm beim Prüfen? Richtig. Hast du den Gasschieber voll aufgemacht, wenn der Vergaser schon dran war? Genau. Etc. Zweitens, ein 8er Vergaser ist nicht geeignet für die S51. Obwohl richtig. Der 8er Vergaser für S50 ist, ja. Ja, aber das ist trotzdem ein anderer Motor. Drin. Hat nichts mit Anspringen zu tun. Also auch mit dem 8er Vergaser würde sie wahrscheinlich kurz anspringen, aber nicht gescheit laufen, würde ich jetzt vermuten. Experten werden da wieder Gegenstimmen haben. Kompression, ja, was für ein Kompressionsdruck. Wie gesagt, so ein Moped kann auch mit 5 Bar noch laufen, nicht gescheit. Es läuft. Gescheit sind zwischen 8 Bar aufwärts. 8 bis 12 Bar sind gescheit. Ja. Über 12 Bar wird es dann auch schon wieder grenzwertig, weil dann überhitzt die Karre. Etc. sind extreme Tuning-Motoren. Gibt da auch Motoren, die mehr haben. Es gibt Motoren, die mit 6 Bar wunderbar laufen, aber das sind meistens Tuning-Zylinder. Ja. Normale Stino-Zylinder sind unter 8 Bar schon sehr verschlissen. Laufen immer noch, können auch ihre 60 km/h laufen, aber sind dann schon relativ kurz vor der Kurzgrenze. Ja. Hier ist eine Frage für Ronny. Mhm. Hey Jungs, ich habe folgendes Problem, das kommt von Vincent. Mhm. Meine Simson fährt nicht mehr so richtig schnell. Ich habe eine Wape 16N111 ZD 50 Stage 2 und den AOA 3, der von ZT zu dem besagten Zylinder dazu empfohlen wird. Okay. Ja. Habe erst letzte Woche festgestellt, dass bei mir ein 16N115 verbaut war. Das Problem habe ich nun beseitigt und den richtigen Vergaser eingebaut. Trotzdem fährt sie noch nicht so ihre 60, sondern eher 50. Richtig eingestellt. Stage 2. Richtig eingestellt ist der Vergaser zwar nicht, also ein ziemlich schwarzes Zündkerzenbild. Ja. Zündung ist auf 1,6 VOT. Kann das am Auspuff liegen oder doch eher an der noch nicht vorgenommenen Vergasereinstellung? Ja, der Auspuff ist doch neu. Also Auspuff kann man erstmal ausschließen, weil der AOA 3, der hat einen super durchschnittlichen Wert. Am Zylinder wird es auch nicht liegen. Wenn er richtig eingebaut ist. Wenn er richtig eingebaut ist. Und ja, ich gehe davon aus, dass der jetzt noch nicht groß angefahren war zum Zeitpunkt der Anfrage. So, was er beschreibt, wenn die Kerze schwarz ist, ist das Ding maßlos überfettet und hat keine Leistung. Hauptdüse zu groß, Schlummer zu hoch, etc. Ja. Mach den Vergaserbomber. Und wenn du das richtige Verbrennungsgemisch nicht hast, kann die Karre nicht laufen. Eben. Weil nur vom Verbrennungsgemisch lebt sie. Ne? Ja. Eben. Wenn die Karre schwarz ist oder so, der Motor ist nicht überholt und zieht die drüber. Beim 50er Stage 2, der hat ja auch mit Sicherheit einen 19er Einlass. Also wenn du da einen 16er Vergaser dran machst, ist es. Kann halt durchaus sein, dass der 16er Vergaser auch gar nicht passt, ja. Dass da ein 19er Vergaser dran muss. Ja. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal mit einem 16er. Ich weiß nicht, ich habe den noch nicht liegen. Die müsste mit einem 16er auch laufen, aber die müsste wenigstens vernünftig laufen. Und ich glaube, du solltest auch mit einem 16er Vergaser die Karre locker auf 70 kriegen. Ja, und gerade beim Stage 2, der hat ja mehr Kanal als Zylinder, ne? Also. Seine 80 sollte der schon bringen. 75, 80 könnte der laufen. Ja. Je nach Gewichtsnachteil, der oben drauf sitzt. Das ist eine süße Frage eigentlich. Habt ihr Freundin? Das ist von Dominik. Also. Dominik. Hat mein Sohn jetzt geschrieben. Mhm. Ach so. Dominik hat ein Problem und zwar hat er sich eine S51 B14 Baujahr 1980 mit Wapezündung gekauft. Er hat sich ein bisschen schlau gemacht, aber so richtig Ahnung hat er noch nicht von der Materie. Außerdem ist er auch noch nie Schaltmoped oder Roller gefahren. Oh. Jo. Nun wollte er das gute Stück mal ganz kurz so eine kleine Runde um den Block fahren und musste feststellen, dass er nicht aus dem Leerlauf rauskommt. Ach du je. Jo. Ich ziehe die Kupplung, drücke den Schaltfußhebel nach unten und es klickt nichts. Bei den ersten 2-3 Versuchen hat es geklappt. Da habe ich das Moped abgewürgt. Mir hat ein Kumpel dann mal gesagt, ich soll bei gezogener Kupplung den Kickstarter mal durchtreten. Und da sollte es dann keinen Widerstand geben. Als ich das probiert habe, ging der Kickstarter locker runter. Beim automatischen Zurückkommen. Rattert er dann aber. Ja, normal. Genau. Keine Ahnung, ob diese Info euch weiterhilft. Ist das eigentlich schlimm, wenn ich im Stillstand schalte? Das habe ich nämlich. Ein paar Mal gemacht, ohne dass der Motor lief und das Rad in Bewegung war. Jo, das war's. Bitteschön. Das ist ein bisschen kritisch formuliert.
Das ist auch so laienhaft. Ja, das ist sehr laienhaft. Darf ich auf ein Fremdvideo verweisen? Mach das mal ruhig. Es gibt ein Video von unserem kleinen, niedlichen Kollege XY Ron. Xyron. XY Ron. Der hat mal ein Video darüber gemacht, wie fahre ich eine Simson. Es ist tatsächlich, schau dir einfach mal dieses Video an. Es ist eigentlich sehr gut erklärt, wie man schaltet, kuppelt, wie man in den Gänge schaltet, in den Leerlauf kommt. Schau es dir einfach mal an, es kann nicht schaden. Es ist keiner klug vom Himmel gefallen. Auch wir haben irgendwann mal angefahren mit Moped fahren. Richtig. Und ehe mir das jetzt hier breit und weit und breit erklären, da gibt es ein schönes Video von Xyron. Grüß dich übrigens, Xyron, falls du uns siehst. Ja. Ne? Schau dir das mal an. Und dann müsstest du eigentlich das auch hinbekommen. Patrick. Patrick hat über die Facebook-Seite geschrieben. Ich habe da mal eine Frage wegen einem Ersatzrahmen. Habe mir vor kurzem eine Simson S51 zugelegt. Leider musste ich feststellen, dass der Vorgänger die Fußrasten verschweißt hat und keine Möglichkeit mehr besteht, einen neuen zu montieren. Wie ist denn das? Kann man da einfach einen neuen Hauptrahmen montieren? Wie sieht es da mit den Rahmenstanzungen aus? Im Zusammenhang mit dem typischen und so weiter. Ja. Gibt es hier zwei Antworten für? Erstens. Flex. Ja. Erstens. Flex. Also den Rahmen in den neuen Ersatzrahmen umtragen, ist gar kein Problem. Darf man sogar selber machen. Braucht man nicht beim TÜV vorstellig werden, weil das Ding hat keinen TÜV. Normalerweise, ja, es gab früher eine Abnahme, da wurde Ersatzrahmen reingeschrieben in die Papiere etc. Aber ich habe ja heutzutage einen leeren Rahmen. Trage da die alte Nummer ein und muss den alten Rahmen zerstören. Das ist so die was man selber machen soll. Ja. Zweitens, wenn der Rahmen an sich heile ist und nur der Fußrastenträger angeschweißt ist und der ist jetzt kaputt, würde ich es entweder selber versuchen oder zu einer Schlosserfirma gehen, die mir diesen Fußrastenträger sauber abtrennt. Ja. Weil das kann man reparieren und selbst wenn unten ein kleiner Riss im Rahmen ist, kann eine gute Schlosserfirma das einfach und vernünftig schweißen. Und ich rate deswegen zu, weil es ist ein DDR-Rahmen, der ist immer erhaltenswert, egal in welchem Zustand, es sei denn, er ist komplett durchgefault oder verunfallt, dass er krumm ist. Genau. Ansonsten würde ich so einen Rahmen, weil es gibt einfach diesen DDR-Rahmen nicht mehr und die Ersatzrahmen funktionieren auch, aber ich würde einen DDR-Rahmen immer erhalten. Es gibt doch vom VSM so schöne Schleifmittel. Es gibt doch gute Schleifmittel, ja. Ja, ne? Genau. Und da trennt man erstmal die Fußraster ab und nährt sich dann ganz langsam den Hauptrahmen. Also ich würde immer erst versuchen, den Rahmen zu erhalten und zur Not würde ich die 50 Euro ausgeben für eine Schlosserei. Ja. Da mal hingehen und sagen, hier könnt ihr mir mal helfen, einmal abtrennen, einmal nachschweißen. Fertig, einen neuen Fußrastenträger gekauft, fertig. Jo. Und wenn du es nicht machen möchtest, in Ersatzrahmen einfach, musst du für den Rahmen sind es 4 mm Nummern. Also die Rahmennummer ist mit 4 mm Schlachtzahlen. Muss man aber auch beherrschen. Also vorher lieber einmal üben, dass die Zahlen einzuschlagen. Da hilft es übrigens, wenn man das noch nicht so gut beherrscht, sich das Feld, wo man das einschlagen möchte, mit Kreppklebeband einmal abzukleben, dann hat man eine Kante, wo man anlegen kann. Das funktioniert sehr gut. Und dann auch ein Stück Blech erstmal üben. Einmal auf ein Stück Blech und dann wirklich mit Kreppband einmal eine gerade Linie ziehen, dann hat man eine Kante, an der man lang arbeiten kann, dann sieht das auch nicht so wild aus. Das so als Anfängertipp.